Herzlich willkommen zu Warum Wissen für Sportbootfahrer. Heute erklären wir, warum es für Sportbootfahrer wichtig ist zu wissen, ob man zu Tal oder zu Berg, also flussab oder flussaufwärts fährt. Ebenso erklären wir euch natürlich, woran ihr erkennt, ob ihr Berg- oder Talfahrer seid und wo ihr alle benötigten Informationen herbekommt. Und wir erklären auch, warum es derart viele verschiedene Farben und Formen der Tonnen auf dem Wasser gibt. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, schreibt sie uns bitte in die Kommentare. Ebenso könnt ihr dort auch Wünsche für weitere Warum-Wissen-Themen hinterlassen oder unsere Erklärung ergänzen oder auch korrigieren. Wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt, klickt einfach auf den Abo-Knopf und die Glocke daneben. Ist natürlich kostenlos. Wie immer freuen wir uns natürlich über jeden Daumen hoch. Und wenn ihr Interesse habt, schaut mal in unsere Reiseberichte rein. Wir beginnen mit den Ufer- und Fahrwasserbezeichnungen. Die Uferseiten werden immer aus Sicht der Quelle beschrieben. Das heißt, blickt man von der Quelle aus Richtung Mündung, so sieht man ein linkes und ein rechtes Ufer. Die Bezeichnung der Fahrwasserseiten orientiert sich an einem einlaufenden Schiff. Fährt man mit dem Schiff in den Hafen oder in eine Mündung und den Fluss damit berghoch, dann hat man an der Steuerbordseite des Schiffes auch die Steuerbordseite des Fahrwassers. Die Steuerbordseite eines Fahrwassers liegt damit am linken Ufer und die Backbordseite des Fahrwassers am rechten Ufer. Und schon mal vorab, die Steuerbordseite des Fahrwassers wird immer mit grünen spitzen Tonnen gekennzeichnet, die Backbordseite mit roten flachen Tonnen. Und warum es auch für uns Sportbootfahrer wichtig ist zu wissen, ob wir das rechte oder linke Ufer jetzt gerade an Steuer- oder Backbord haben, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Schauen wir uns zunächst einmal die normalen Fahrwassertonnen an. Wir fahren zu Berg, das heißt, wenn Strömung da ist, kommt sie uns entgegen. Auf jeden Fall haben wir die grünen Tonnen an unserer Steuerbordseite und damit auch das linke Ufer an unserer Steuerbordseite. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir zwei Zuflüsse haben. Von der linken Seite kommt ein Flüsschen und von der rechten Seite kommt ein anderes Flüsschen. Wir haben also eine Abzweigung. Geradeaus geht immer noch berghoch das Hauptfahrwasser, nach rechts und links jeweils auch berghoch ein Nebenfahrwasser. Die jeweiligen Nebenfahrwasser sind ebenfalls mit roten und grünen Tonnen bestückt. Schauen wir uns das linke Nebenfahrwasser an, dann haben wir hier eine Tonne in doppelter Funktion. Diese Tonne ist immer noch die Backbordtonne des Hauptfahrwassers und zugleich die grüne Steuerbordtonne des Nebenfahrwassers. Die obere Topfarbe und die Form bestimmen, welche Tonne sie in dem Hauptfahrwasser sind. Hier also rot und flach. Auf der anderen Seite haben wir den umgekehrten Fall. Eine Steuerbordtonne des Hauptfahrwassers wird gleichzeitig zur Backbordtonne des Nebenfahrwassers. Deshalb ist sie oben grün und spitz. Gleiche Situation wie eben, nur diesmal mit einem Inselchen in der Fahrrinne. In dem Falle sehen wir hier eine Fahrrinnenspaltungstonne. Die ist weder spitz noch stumpf, sondern rund obendrauf und hat immer genau diese Farbgebung. Rot, grün, rot, grün, rot. Solange es keine Zusatzschilder gibt, ist es uns selbst überlassen, ob wir den rechten oder den linken Weg einschlagen. Sehen wir allerdings einen solchen Richtungspfeil, dann müssen wir zwangsläufig in diesem Falle die Steuerbordseite wählen. Wir haben jetzt die rot-grüne Tonnenwelt kennengelernt. Wir wissen, immer wenn wir die grünen Tonnen an unserer Steuerbordseite haben, fahren wir zu Berg. Haben wir die roten an unserer Steuerbordseite, fahren wir zu Tal. Die Fahrwasserbegrenzungstonnen können auch anstelle von ganz rot oder ganz grün
rot-weiß oder grün-weiß gestreift sein. Das ist immer dann, wenn Sie auf ein Hindernis direkt am Fahrwasserrand hinweisen sollen. Zu den rot-grünen Fahrwasserbegrenzungstonnen kommen jetzt weitere Tonnen. Zunächst einmal gibt es eine Fahrwassermittentonne, auch Ansteuerungstonne genannt. Die ist rot-weiß längs gestreift und hat einen roten Ball obendrauf. Die kann man an einer beliebigen Seite passieren. Sollte es in oder am Rand einer Fahrrinne Einzelhindernisse im Wasser geben, zum Beispiel einen großen Stein, dann steht dort eine sogenannte Einzelgefahrentonne. Deutlich erkennbar an den beiden schwarzen Bällen obendrauf. Die kann man auf jeder Seite passieren, sollte aber ein klein wenig Abstand halten. Jetzt fehlen uns nur noch Tonnen, die gesperrte Wasserflächen kennzeichnen. Da haben wir hier die gelbe Tonne mit dem rot-weiß-roten Schild obendrauf. Das besagt, dass eine Durchfahrt hier verboten ist. Die Wasserfläche dahinter ist gesperrt. Und wir haben die kleinen gelben Tonnen, die zum Beispiel dazu dienen, Badestellen abzugrenzen. Auch hier ist die Einfahrt für jegliche Schiffe verboten. Jetzt haben wir es fast geschafft. Bisher waren alle Tonnen in Relation zum Ufer und zum Fahrwasser zu sehen. Es gibt aber noch ein anderes Tonnensystem, das in Bezug auf die Himmelsrichtung ausgerichtet ist. Das sogenannte Kardinalsystem. Wir nehmen uns wieder ein Wasser vor mit ein paar grünen und roten Tonnen und diesmal spielt die Himmelsrichtung eine Rolle. Oben ist Norden. In diesem Fall. Das Kardinaltonnensystem besteht aus 4 Tonnen. Jeweils eine Tonne für Nord, Ost, Süd, West. Und diese 4 Tonnen sind immer entsprechend um ein Flach oder eine gefährliche Stelle herum angeordnet. Die Nordtonne steht also nördlich des Hindernisses, die Osttonne östlich des Hindernisses, die Südtonne ja, südlich und die Westtonne natürlich westlich. Schauen wir uns diese Tonnen im Einzelnen mal an. Alle 4 Tonnen sind schwarz und gelb lackiert und haben 2 Dreiecke als Topzeichen. Die Nordtonne hat beide Dreiecke nach oben, wie auf der Karte kann man sich einfach merken. Die Südtonne hat beide Dreiecke nach unten, kann man sich auch einfach merken, wie auf der Karte nach Süden. Die Osttonne hat oben die Spitze nach oben und unten die Spitze nach unten. Das heißt, dieses Dreieck kann man sich mit ein bisschen Fantasie als ein O vorstellen. Und zuletzt die Westtonne hat die Spitzen in der Mitte, also obere Dreieckspitze unten, unteres Dreieckspitze oben. Und wieder mit ein bisschen Fantasie kann man sich das wie ein umgekipptes W vorstellen. Sieht man also eine dieser Tonnen auf dem Wasser, so kann man mit Hilfe eines Kompasses feststellen, wo sich die anderen in etwa befinden müssen. Und in Gedanken zieht man einen Kreis um diese Tonnen und bleibt diesem tunlichst fern. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Eingangsfrage. Weshalb ist es denn wichtig für uns, auf welcher Seite das linke oder rechte Ufer ist? Oder kurz, ob man Berg- oder Talfahrer ist? Um das zu verstehen, müssen wir euch noch 2 letzte Zeichen vorstellen, nämlich Uferzeichen. Wir haben diese Zeichen, die mit quer- oder senkrechten Latten versehen sind, einmal fürs linke Ufer und einmal fürs rechte Ufer. Gerade hier oben auf der Mecklenburger Seenplatte haben wir häufig folgende Situation. Wir fahren auf einem See und suchen die Ausfahrt in einen kleinen Kanal oder Fluss. Dort sehen wir dann dieses Uferbegrenzungszeichen, linkes oder rechtes Ufer. Was wir aber nicht sehen, zumindest sehr häufig nicht sehen, ist, in welche Richtung und auf welcher Seite des Schildes der Kanal denn nun abzweigt. Das offenbart sich meist erst kurz direkt vor der Einfahrt. In unserem Beispiel hier sind wir auf Bergfahrt. Wenn wir uns jetzt das Schild dort hinten mit dem Fernglas genauer angucken, sehen wir, dass es am linken Ufer steht. Da wir wissen, dass wenn wir auf Bergfahrt sind, das linke Ufer an unserer Steuerbordseite ist, müssen wir also links an dem Schild vorbei. Umgekehrt verhält es sich, wenn wir zu Tal fahren.
Wir haben also die ganze Zeit die roten Tonnen an Steuerbord und sehen dann am Horizont dieses Schild fürs linke Ufer. Dann müssen wir rechts an dem Schild vorbei, lassen das Schild also an Backbord liegen. Mit dem Schild fürs rechte Ufer verhält sich das Ganze natürlich analog. Wir sehen also, gerade auf Gewässern wie hier auf der Mecklenburger Seenplatte, wo sich Kanäle oder Flüsse und Seen abwechseln, ist es sehr nützlich zu wissen, ob man gerade Berg- oder Talfahrer ist. Das war unser heutiges Warum-Wissen. Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch.